herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Tomo Dazi Live. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sollen wir doch mal gleich, was hier am 21.06. um 20.20 Uhr am Abend alles Schönes abgeht. Und schauen erstmal ins Apartment. So, fangen wir oben an, nämlich bei Uwu. Und schauen, was Uwu machst. Du alles einen schönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Guten Abend. So, wir haben es übrigens für alle Uhrzeitfragen. 18 Uhr, denn immer um 18 Uhr findet die Premiere statt. Das ist wirklich wie so eine Uhrensage. Naja, das ist, aber gar nicht mal nach der Uhrzeit zu fragen, sondern ihr wisst, sobald Anime Crossing wieder losgeht, ist es 18 Uhr. So, eins lassen wir noch. Beim nächsten müssen wir was einkaufen gehen. Aber ich denke mal, das dürfte soweit passen. Neues Level. Das ist nice. Wenn wir ein Lied versenken, dann eröffnet sich da das Liedhaus. Machen wir im nächsten Part. Machen wir das nächste Mal. Hier, ein Laptop senken, wie ist das denn? Das mit dem Lied, das will ich definitiv im nächsten Part machen. Oder im einen von den nächsten, noch nicht in dem hier. Weil noch was anderes da vorne einschieben müsste, was du auch zeigen müsste dazu, aber im nächsten Part mehr. Aber in einem von den nächsten wird soweit sein. So, schauen wir mal, was Pigman müsste. Wie kann man dir helfen? Guten Tag. Wusstest du, dass heute der längste Tag im ganzen Jahr ist? Richtig, 21, sagen genau. Da war auch das mit einem Bekostung heute. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, vermutlich schon, weil wenn ich den Part hier hochlade, ist das längst vorbei. Weil ich immer ein paar Tage im Voraus quasi aufnehme, wisst ihr Bescheid. Einfach Zuverlässigkeit ist das A und O, raus wie Höflichkeit. Habe ich das schon oft genug bei solchen Ereignissen gesagt, wie der Hase so läuft. Schauen wir mal, wie es hier jetzt läuft. Ich bin gespannt. Das ist ja echt witzig. Wie die immer so gefühlt alles von Grund auf fragen, wie funktioniert dies, wie funktioniert das, wie funktioniert jenes. Es ist gut gelaufen. Dank dir konnten wir uns miteinander wunderbar. Vielen Dank. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Alle Bratpfanne erhalten, yay. So, Sama Spongy, weil so viele Leute sind, dass er dieses gar nicht hier. Guten Abend. Guten Abend. Wie kann man dir helfen? Ich brauche einen neuen Hut. Einen neuen Hut, aber gerne. Auch dir geben wir den schönen sommerlichen Strohhund. Strohhund. Ganz genau damit. Strohhut. Damit läuft's nämlich. Ein wenig gefällt. Das heißt, er hat ja Sommerhut, entweder gefällt er ein. Oder es gefällt einem nicht. Ein Mittelding gibt es mehr oder weniger nicht. Ist einfach so. So. Und dann haben wir auch noch Liron. Sagen wir mal, was für Liron müsste. Heute geht es ja erst flott hier. Guten Abend. Guten Abend. Ich wünsche mir eine neue Inneneinrichtung. Eine neue Inneneinrichtung. Ah ja. Das kostet aber ganz viel Geld, Bro. Aber okay, wir kaufen eine. Oh, die ist geil. Die will ich mir von meinem Haus einrichten. Sogar tun. Oh mein Gott. Die ist ja geil. Die hol ich mir vor mein Haus. Und zwar jetzt gleich. Wir könnten ihn so im Büro. Das ist ja auch hässlich. Wir machen monochrom. Ja, die ist für dich. Mal schauen, ob sie dir gefällt. Danke für die neue Einrichtung. Ich finde sie wirklich gut. Wunderbar. Übrigens, willst du... Ja klar, sonst mich da um.
Die sieht auch sick aus. Also die hat wirklich was hier. Schön zu dem Schwarzen. Die hat was. Hier sind so Comics oder sowas drin mit einer Uhr und allem. Also, die hat wirklich was. Die gefällt mir. Ich werde pfleglich damit umgehen. Wunderbar, das hoffe ich auch von dir. Und ich hole mir jetzt einfach auch noch eine neue Innenrüstung. So einfach kann es nämlich gehen. Auch wenn ich gerade. Warte mal, wobei, was ich in meinem Haus so treibe. Ich will ja eigentlich nur ungern bei dem hier stören. Mein Mii und das Miefenkröte. Irgendwie sind wir halt ganz richtig Stalker hier gefühlt, ey. Aber ich will nur Inneneinrichtung haben. Dann machen wir das mal gleich nach dem Rund, aber wir schauen hier nochmal kurz weiter. So. Weil das ist witzig. Ich glaube, die merken uns nicht, ne? Okay, also ich lasse die mal hier weiter, was auch immer die machen, machen. Ich glaube, das brauchen wir ganz so genau wissen. Machen wir dann später mit der. Als willst du die Vorordnenpartner machen, machen wir später. Schauen wir mal, was sonst noch abgeht. Hier ist nämlich der Abendmarkt. Schauen wir mal, was da heute zum Kaufen gibt. Na, wie sieht's aus? Versuch doch mal dein Glück. Oh. Willkommen. Ja, kommen wir nochmal eine Wundertüte. Und das alte von der Wundertüte ist. Geil! Geil! Ein Croissant und dafür 50 Tacken ausgegeben! Geil! Gar nicht über den Haufen gehe. Oh, es geht noch weiter. Es gibt noch mehr Items, okay. Knoblauch! Boah! Alter! 50 Tacken von Croissant und fucking Knoblauch. Ist das geil! Alter! Oh, es gibt noch ein Item. Okay. Vielleicht ist das jetzt hier was krasses. Vielleicht gibt es jetzt was krasses. Karohut, ja okay, Karohute Konteur sein, okay. Komm gerne wieder. Hut, okay. Verstehst? Ja. Rest? Nee. Aber okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Sagen wir uns mal Nachrichten an. Dann mach's da vorher zu abgehen. Ich war nicht weiter aufrege. Nachrichten um 8 Uhr. Die Gamakuch-Polizeiwache nahm heute es fest. Ihm wird vorgeworfen, einen Curry-Senf untergemischt zu haben. Berichten zufolge mischte der Verdächtige es einem Curry voller frischer Ratatouille. Dass Liron gerade essen wollte, einfach jede Menge Senf unter. Mann, Spongy. Ich habe es aus keinem besonderen Grund getan. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich überlege mir einen guten Kommentar. Da habe ich eine spannendere Geschichte auf Lager. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Rianon Sieber und das waren die Mii-Nachrichten um 8 Uhr. Jetzt ist mir Zeit, was hier Stand der Dinge ist. So. Dann. Werde zuerst bei Mii zurückholen, weil ich will denn jetzt diese Cartoon-Comic-Inneneinrichtung kaufen. Nämlich was sein muss, das muss sein. Deshalb rufen. Jetzt macht er hat und sprintet zurück. So. Weil ich senke jetzt nämlich die Inneneinrichtung. Guten Abend. Guten Abend. Du willst sogar schon auch was. Ich werde so ein Scheiß sagen, wenn ich wütend bin. Ja. Was hältst du davon? Als ob der Typ jetzt einfach Presswörter kennt. Also, ja, er simpel das sagen kann, aber klingt gut. Alles klar. Ne? Weil eigentlich wollte ich nämlich eine Inneneinrichtung senken. Meinem Mii, nämlich dieser schöne, Cartoon. Dafür bezahle ich wirklich auch mal 200. Vielen Dank. Alles Mii wert, weil die sieht cool aus. Und die möchte es meinem Mii jetzt nämlich auch geben. Weil dann hat er nicht wieder ein peppiges Jawoll! Danke für die neue Einrichtung. Ist wirklich sehr individuell. Gefällt mir. Übrigens? Mir gefällt die wirklich gut. Vor allem die Uhr finde ich so witzig, die irgendwie komplett am Arsch ist. Aber auch sonst so, von dem ganzen Stil her, so ist der Comic-mäßig, die ist nämlich voll an Garfield. Eigentlich nicht an Garfield. Und diese eine Comic-Serie, die ich gerade nicht beschreiben kann.
die aber jeder kennt. Und da ist bei den Simpsons. Die angerissene Comicserie. Wie hieß denn die? Daran erinnert mich dieses Zimmer hier so übelst. Ich bin Schalkott gerade. Also, ist echt cool. Ich bin froh, dass ich mir jetzt diese schöne Inneneinrichtung geholt habe. Das hoffe ich aber, dass du pfleglich damit umgehen wirst hier. So, Gamma will auch noch was. Und da oben will noch jemand spielen, machen wir auch gleich. Haben wir noch Zeit hier in dem Part. Guten Abend. Schau mich doch nicht so grimmig an, aber guten Abend. Ich wäre so gern mit Michelle befreundet. Ja, wieso nicht? Ich stell es vor. Weißt du, wie ich mich am besten gehe, und wenn ich mit ihr rede? Am besten höflich. Danke für den Tipp. Höflichkeit ist nämlich auch unter anderem das A und O, um irgendwie irgendwo weit zu kommen. Es ist gut gelaufen. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. So, da bin ich dann, liebe Leute. Ich hoffe, ich habe das jetzt herausgekattet. Wenn nicht, mache ich mir einfach Gedanken. So, Moment, wo waren wir gerade? Ich vergesse es rauszuschneiden. Ich wette es so hart, dass ich es vergessen werde, das rauszuschneiden beim Rendern. Und das, boah. Aber okay, ich kenne mich nämlich. So, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Was hinken vom Gamer? Komm, wir senken ihn auch in neue Einrichtung. Und hier haben wir nur die bis heute eine Einrichtung. Ein Objekt, nämlich ein Nintendo 3DS. Sowas kann Gamer nämlich immer gebrauchen. Wunderbar. Bitte sehr, ein kleines. Und das Dankeschön gibt es auch noch von Miss. Ein Ventilator, yay. Sophie, Kay und Cookie sind hier. Die spielen alle auf der Wii U von Sophie. Schauen wir mal. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe Hunger. Dann kauf mal was zum Essen. Kauf ein gutes Stichwort, dann essen nichts mehr im Haus. Ja, ein 20 ist der Punkt, ich dachte, Pizza.
So, Masseneinkauf an Pizza mögen alle. Deshalb Masseneinkauf. Das Geld kommt trotzdem irgendwie wieder rein. Hashtag 40 Pizzen kaufen, Armin Weinwart. Vielen Dank. Jetzt haben wir genug bis zum Lebensende Animiers zu verfüttern. Ich meine Pizza. Pizza ist das Essen. Das isst jeder. Und das mag jeder auch essen gern. Und auch Sophie mag Pizza. Siehst du, aber gesagt, Pizza ist das, was alle am meisten mögen. Es ist einfach Fakt. Badeset, yay. Yeah. Oh, was ist jetzt los? Einmeldung. Auf den Ranglisten wurde die neue Kategorie Spielerrang angekündigt. Ah ja. Welchen Bewohner der Insel mag das Ebenbild von David wohl am liebsten? Uiuiui. Dürfte wohl alle Bewohner von Garmakruf interessieren. Vor allem ist interessiert. Cookie fürchtete, nicht besonders beliebt zu sein. Nahm das Ebenbild von David deshalb genauestens unter die Lupe und veröffentlichte die Ergebnisse. Die Ergebnisse werden immer auf dem neuesten Stand gehalten. Schaut sie euch also am besten regelmäßig an. Danke fürs Zuschauen. Das werden wir machen. Schauen wir doch gleich mal hier auf die Ranglisten und schauen, wie der Spielerrang ist. Um wessen der Einwohner kümmerst du dich besonders viel? Ah, okay, also um wessen ich mich am meisten kümmere, bin ich natürlich am ersten Platz. Okay, das mit Cookie Gamers interessant, dann kommt Kröte, dann Sophie, dann Liron, dann Skay, Pikmin, Uwo. Okay. Aus dem Teil seid ihr aber noch nicht so lang drin und so weiter, aber ich finde das interessant, die. Ich finde es interessant. Aber ich bemühe mich um alle gleich. So als ich wollte sie alle gleich behandeln. Und darum bemühe ich mich auch. Das ist eine Sache, die ich mich bemühe. Wir kamen bevor es hin und nix, das ist ja klar. Wer bevor suchen und nix, Pator. Das ist ja klar. So, jetzt machen wir hier noch den Spendenbrunnen und sammeln Spenden für heute. Bin ich auch mal gespannt, wie viel wir zusammen gesammelt bekommen. Und wenn das nicht immer der Appell, ihr könnt gerne hinzukommen, wenn ihr wollt. Arami, da wird es dort wieder schöner. Ich füge jetzt auch bald wieder neue Mies hinzu. Und dann wird es einfach noch schöner und noch lustiger. Es wird bald das Liedhaus eröffnen. Das ist ja erst ein richtiges Bastion Tomodachi Live. Dann mal sehen. Wenn sie wirklich täglich jetzt bringen, ja oder so. Haben wir das Spiel dann irgendwann einfach auch durchgefüllt. Nach 365 Parten oder mehr dann irgendwann. So, 122 wurde angenommen. Lol, das endet halt richtig. Das ist krass. Okay. Ja, ne? Das war's dann mit dem Part, würde ich sagen. Lasst gerne ein Like da und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Bis dahin. Und ciao.